Haben wir Couples oder seid ihr alles Singles? Oder okay, du? Mit wer? Mit wer? Mit wer? Mit wer? Du bist mit ihr zusammen? Okay. Wie lang? Error. Wie lang? 6 Jahre? Okay. Das heißt, ihr wart auch schon vor der Pandemie zusammen und so und habt dann auch die Pandemie und habt das anscheinend als Paar überlebt, was gut ist. So, ne? Weil es war schon tough auch, oder? So, du warst arbeiten, gut, dann das erklärt einiges. So, ne? Weil es ist schon schwierig, so wenn man dann auf einmal auch so, ja, beim Lockdown ja nicht, dann muss es ja du zu Hause bleiben. Nein? Was machst du denn? Drogenhandel? Na ja. Ah, okay, du warst hier, du warst kritische Infrastruktur. Ja, du warst systemrelevant im Gegensatz zu mir. Egal. Nee, aber ich finde das, wenn man so im Lockdown dann, wenn man so zusammengelebt hat und man war gezwungen, so auf so engem Raum, also gerade auch bei uns, es war halt krass, wenn du dann so zu zweit auf 184 Quadratmetern dich, das ist krass, ja, du bist eingesperrt, das ist wie ein Käfig. So, ich gehe jetzt in die Bibliothek, sorry. So, ne, also das war schon irgendwie tough. Und gibt es irgendwelche Marotten an ihm, wo du sagst, oh, das ist schon, das nervt? Bitch. Ey, also pass auf, zum Beispiel bei mir ist so, mein Mann ist super erfolgreich so, ne, in seinem Beruf und so. Und wenn er was macht, dann macht er aber alles zu 100%. Also auch seine Fehler. So, ne? Also, und wenn mein Mann zu Hause was liegen lässt, dann für immer. Dann ist es, weißt du, der isst so ein Joghurt und dann ist der Becher, bleibt da. Ne? Und der bleibt da. So, und für ihn ist der weg. So, als wäre Frodos Mantel da drüber. So, der Becher ist weg. Und wenn ich dann irgendwie zu ihm sage, so, da liegt noch dein Joghurtbecher, dann könnte man ja auch sagen, Entschuldigung, ja, habe ich dort vergessen, räume ich weg. Nein. Er sagt dann sowas wie, also der atmet so, weil er alt ist, und der sagt dann sowas wie, Sir Alexander Fleming hat auch die Petrischale in seinem Labor liegen lassen und daraus wurde das Antibiotikum. Und ich so, Gut. Weißt du, was aus deinem Schnitzelteller geworden ist, den du auf der Terrasse hast liegen lassen? Ein Hornissennest, gut. Weiter so. Und gerade wenn er dann auch behauptet, er wäre irgendwas nicht gewesen, so, ne? So, zum Beispiel, dann ist irgendwie der Pfeffer mal wieder im Wohnzimmer. Keine Ahnung, vielleicht um RTL nachzuschärfen. I don't know. So, oh Gott. So, weißt du? Und dann sage ich so, hast du den Pfeffer ins Wohnzimmer? Und er, nein. Und ich, doch. Doch. Und er, nein. Und ich, doch. Weil wir wohnen hier nur zu zweit. Und ich war's nicht. Nö. Doch. Und dann wird man so sauer, weil man weiß ja, dass man es nicht war. Na? Man ist so, weiß doch, nein, auf keinen Fall. Ich war so kurz davor, Kameras zu installieren. Und das ist kein gutes Zeichen für eine Beziehung. Wirklich, mu man muss zu scharfen Mitteln bleiben. Ich habe halt auch oft, ich habe halt gerne Recht. Ich bin jemand, ich lasse mir gerne so eine Badewanne mit Recht ein. So, oh, ich hab's doch gesagt. Ich muss dann zu harten Mitteln greifen. Ich so, wer hat die Zahnbürste in die Küche? Er so, ich war's nicht. Ne? Und im Sommer hat er ja sein Asthma und dann habe ich das Spray versteckt. Ich so, wer hat die Zahnbürste in die Küche? Und er, ich war's, ich war's. Und ich so, ja, also geht doch, mein Gott. Du machst mich zu dem Monster, mein Freund. Das bin nicht ich. Das ist wirklich so. Das ist tough. Aber man muss auch, ich meine, also habt ihr einen Altersunterschied? 8 Tage. Wie süß! Oh mein Gott, wir sind in so einer gleichen Stufe gewesen und so. Aber wart ihr nicht, es sei denn, ihr seid auf so eine Abendschule gegangen. I don't know. Aber 8 Tage, das ist ja gar nichts. Das ist ja, seid ihr gleich alt. Ihr seid ja im gleichen Chapter eures Lebens. So, mein Mann ist 400 Jahre älter als ich. So, das ist wirklich, ne, es ist, also wir haben 10 Jahre Unterschied. Ist irgendjemand mit einem Altersunterschied hier? Pärchen? Ihr? Wie viel? 12. Das ist so ähnlich, ne? Aber dann vielleicht kennst du dieses Problem, also dass der Ältere in der Beziehung oft hat. Weil bei uns ist es so, dass mein Mann hat oft Verständnis gehabt in unserer Beziehung für meine Probleme
weil er selber schon mal in der Situation war. Er war selber schon mal in der Lebenslage und konnte deswegen mehr Empathie aufbringen. Zum Beispiel, als ich meine Bachelorarbeit abgeben musste. Ne? Ich so, ich muss übermorgen abgeben, ich habe nicht angefangen. Und er so, das wird schon, alles wird gut. Als ich damals meine Dissertation abgegeben habe, musste ich auch. Ich war erst am Tag selber beim Binden und habe die abgegeben. Mach dir keinen Stress, das schaffen wir schon. Das heißt, er hat Verständnis für die Probleme des Jüngeren, weil er in der Situation schon mal war. Ne? Aber ich habe halt keine Ahnung von Rheuma. Also, na... und auch wenig Verständnis dann, weil ich habe den Kletterurlaub schon gebucht, ja, und ich glaube, wenn es um Leben und Tod geht, kann man sich auch mit entzündeten Gelenken festhalten. Also ich bin da einfach ein bisschen schmerzfreier. Wenn ihr das Video gut fandet, unten die Kommis, oben abonnieren, ja?